Dahinter wächst noch irgendwas. Das will ich eigentlich auch gerne haben. Hm, Gewächse. Komm her, du Gewächs. Lass dich ernten. Danke. Kommen wir da dann auch wieder hoch? Nein, ich will da hoch. Warum geht denn das nicht? Gerald, willst du mir sagen, du kommst da nicht rauf? Erzähl mir doch keinen Scheiß. Doch, es geht, es geht. Das Schwert kannst du, glaube ich, wegstecken. Ach so, da hätte ich mir jetzt gar nicht so eine Mühe geben können. Hier kann man einfach hinten rumlaufen. Okay. Da sind noch irgendwelche Bündel. Da oben ist was. Wie kommen wir denn darauf? Kommen wir von hier aus? Eventuell da oben rüber? Geht das? Ah. Nein, 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 nicht da runter. Gerald. Sollst du da rauf auf das Gerüst? Ich will da hinten an die Truhe ran. Da kommt er anscheinend nicht zwischen. Ich muss, glaube ich, auf der anderen Seite rauf. Können wir da... Ja, stürzt ruhig zu Tode. Wir haben es ja. Hier rein kommen wir schon mal nicht. Aber wir kommen auch hier rauf irgendwie, oder? Jawohl. Jawohl, kommen wir. Hopp. Und hopp. Und nicht runter. Oh, Gerald. Dass du auch immer überall runterfallen musst. Das ist eine Seuche. So, und da ist noch eine Truhe. Yes! Verbessertes Wolfs Stahlschwert. Sehr gut. Und was haben wir da noch? Ich möchte gern die Truhe da ernten. Kommen wir da irgendwie ran? Hallo? Hallo, ich will ja die Truhe ran. Da ist bestimmt irgendwas Wertvolles und Wichtiges drin. Gerald! Du sollst die Truhe ernten. Das kann doch nicht so schwer sein. Warum geht das nicht? Die ist direkt vor dir. Die kannst du mit deinem Penis aufmachen. So nah ist die vor dir. Gerald. Was soll denn das? Anscheinend geht das nicht. Na super. Denn halt nicht. Pö. Ich wollte die Truhe eh nicht haben. Egal was da drin ist. So. Jetzt habe ich euch das aber gegeben. Was ist da? Da führt der Weg hin und ist dann zu Ende, oder was? Ich wollte eh nicht, was in der Truhe ist. Da ist bestimmt nur Scheiß drin. Dann halt nicht. Ah ja, ein Wuffsrüdel. Na, Wuffs. Wuff, wuff, wuff. Oh, das war absolut das falsche Zeichen. Ich wollte die eigentlich voll abfackeln. Au. Nochmal au. Nochmal au. Ich muss immer au sagen, weil die mich immer angreifen. Da unten lauert noch einer. Nicht mehr lange. Oh, guck mal, wer da abgefackelt ist. So, da drüben noch. Und, so. Folgen wir weiter dem mysteriösen Weg, der einfach irgendwo in der Pampa endet. Wahrscheinlich finden wir da gar nichts. Oder nur einen Weg, der irgendwo in der Pampa endet. Nee, da oben ist irgendwas. Guck mal, hier ist irgendwas hingebaut. Oh, irgendeine Struktur. Da will ich mal oben rauf. Was ist denn das hier? Was baute man hier denn Schönes? Oha, komme ich da überhaupt rauf? Computer sagt nein. Nee. Nee, da komme ich, glaube ich, eher nicht so. Eher nicht so rauf. Schade. Aber da möchte ich hin. Fragezeichen. Ihr erinnert euch? Wahrscheinlich nicht. Ich erinnere mich. Necker! Hallo ihr! Ja! Ihr seid ja niedlich. Und so optimistisch. Den Optimismus habe ich in ruckzuck ausgetrieben. Ich will schließlich weiter zum Fragezeichen. Ah, noch mehr Necker. Ja, kommt ruhig her. Oh, mitten im Sprung in mehrere Teilchen gehackt.
Verdammt, bist du hässlich. Gerald, du sollst nicht immer dich selbst im Spiegel betrachten und kommentieren, während du mitten im Kampf bist. Das lenkt doch ab. Auch wenn es nur ein paar lahme Necker sind. Dich anneckern. Ich konnte übrigens bei Neckermann bestellen auch einfach. Krieg sie direkt zur Haustür gesendet. Oh, da hinten flog gerade was. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, dass da was flog? Oh. Ja, da fliegt was. Ich gehe mal hier rum. Das war doch wieder so ein Gabelschwanz, oder? Jawohl. Und der bewacht hier anscheinend einen Schatz. Oh, eine Wyvern. Entschuldigung, kein Gabelschwanz. Wie konnte ich die verwechseln, wo die doch völlig identisch aussehen? Und da schwirbt noch einer rum. Komm her. Komm doch her. Ich bekämpfe dich auch. Komm her. Komm her. Dann halt nicht. Räume ich erstmal hier die Truhe aus. Oh, nö, oder rutsche erstmal ein bisschen runter. Da war jetzt irgendwie nicht so wertvoller Kram drin. Der fliegt da auch nur blöde umher. Ja, ja. Lass dich doch mal bekämpfen, du Sau. Lange Reise. Ach, das Ende der Welt erreicht. Ich erreiche dir gleich auch gleich mal das Ende der Welt. So. Erstmal muss hier Wyvern gewüvert werden. Nein, ich will jetzt nicht wegreisen. Ich will hier den Wyvern dingsen. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Ja, ich weiß, ich will aber die Überreste haben. Alter! Was soll denn das? Gib mir die Überreste. Ein Portal wäre jetzt sehr hilfreich. Überreste. So, jetzt können wir zurückgehen. Ja. Bitte reisen wir zum verfallenen Wachturm. Wie auch immer du das willst. So. So. Und öffne das Journal. Und was möchten wir noch machen? Zu Hause ist es am schönsten. Bring den Abend mit den Hexern. Nebenquests. Klinge von Beringer. Sprich mit Wesemir. Ja, das möchte ich auch gerne. Die sind mir zu hoch. Schatz suchen. Da wollten wir noch hin. Wolfsschulenausrüstung. Den ersten Teil der Wolfsschulenausrüstung. Also ganz klein anfangen. Durchsuche die Ruinen des Signalturms bei Kaer Morhen. Ruinen des Signalturms. Aha, das ist ja gleich vor der Festung. Ja. Gucke ich mir sehr gerne an. Signalturm, Signalturm. Ist das der da oben? Wie komme ich da denn rauf? Das ist der da oben, oder? Da müssen wir hinten rum, so wie das aussieht. Guck mal, da geht ein Weg hoch. Das heißt, wir müssen den irgendwie umrunden. Kommen wir da lang? Oh shit, oh shit. Oh, nicht in den Tod stürzen. Ach, Geralt, du sollst doch nicht in den Tod stürzen. Jedes Mal muss ich dir das extra wieder sagen. So, komm mal hier. Ist hier eine Abkürzung nach oben? das sieht hier ein bisschen steil aus. Nee. Wir müssen doch noch weiter rum. Aber ich sehe den Weg da schon mal. Da geht auf jeden Fall ein Weg rauf. Ich kann ihn erkennen. Hui, was hat denn das Reh da getötet? Ah, das war eventuell der Bär. So, mal drauf. Wenn hier einer Rehe tötet, dann bin ja wohl ich das und nicht du. Ah, da kommt natürlich noch einer. Wir kennen das ja, Mitose und so weiter. Sag mal, du brennst ja. Wie kommt's? So, danke schön. Siehst du, der Weg führt hier auch langsam nach oben. Da bin ich, glaube ich, auf genau dem richtigen Pfad. Da unten ist noch ein Gegner. Ja, noch ein Bär, der sich aus dem Nichts materialisiert. Natürlich, das sind die Magiebären, die hier rumlauern. Die Magiebären. Direkt aus dem Supermarktregal. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall nach oben. Und ein Wolfsrudel lauert da, offenkundig.
Da hinten ist auch irgendwas, aber ich gehe erstmal nach links zum Dienstturm. Das geht doch. Ah ja, hier ist der Weg. Genau, genau. Zum Signalturm und signalisieren da mal ein paar Dinge. Ah, das ist echt schön hier, ey. Schön, schön, schön. Guckt sich einer das an. Diese Aussicht. Von, also, oh. Ganz ehrlich, in diesem Turm, da würde ich gern wohnen. So, ich habe es gesagt. Also, falls einer von euch einen Turm zu verschenken hat, der so eine Aussicht hier hat, mit Internet, versteht sich, Strom, fließend Wasser, Internet, das brauche ich schon. Ich bin ja kein komischer Einsiedler. Sag mal Bescheid, da würde ich gern einziehen. Da ist noch so ein Harpien, nein, Urinienviech. Komm mal runter, komm mal auf meine Höhe. Dann unterhalten wir uns. Genau. Uhu, da fliegt es von dannen. Oh, und da schwebt eine hölzerne Statue in der Luft. Ein Wunder! Ein Wunder, eine Marienerscheinung. Seht ihr sie auch? Unfassbar! Boah, mir ist eine hölzerne Marienerscheinung erschienen. Also, wie es Erscheinungen halt so machen. Der alte Signalturm, bald nur noch ein Haufen Trümmer. Schade eigentlich, schade. Türme sind super. Ich finde, Türme sind echt geil. Die sollte man immer erhalten. Einfach nur, weil es Türme sind. So, da oben sehe ich natürlich schon die Truhe glitzern. Ihr habt es doch auch erkannt. Und da ist sogar noch eine Truhe. Und von hier hat man eine super, super Sicht auf die Festung. Die auch sehr verfallen aussieht. Das ist von innen, glaube ich, nicht so aufgefallen, als ich da drin war. Aber von hier kann man das richtig sehen, wie die Türme da verfallen sind. Überall. Ja, das ist halt, wenn hier nur noch eine Handvoll Hexer rumlungert, dann verfällt das Ding mittlerweile. Man kann das, es ist natürlich schwierig, so ein Riesending zu erhalten. Dafür braucht man eigentlich einen Haufen Arbeitskräfte. Hieronymus Notizen! Die lese ich mir gleich durch, ist ja wohl klar. Hieronymus Notizen. Was schrob denn der Hieronymus? Dank meiner Untersuchungen an Elgars Rüstung kann ich jetzt neue Legierungen entwickeln und die magische Konduktivität des zweiten Kristalls erhöhen. Das könnte mir meine Arbeit am Teleporter der Durchbruch sein. Als Testlauf habe ich das Portal so kalibriert, dass der Ausgang in der Höhle beim Fundament des Turms liegt. Jetzt muss ich nur noch den Kristall mit Sonnenenergie aufladen. Zu diesem Zweck habe ich ihn auf der Außenmauer des Turms bei der Einrüstung deponiert. In ein paar Stunden ist er aufgeladen. Ich habe meine Arbeit an einem Schema fertiggestellt, mit dem wir diese Rüstung replizieren und die gesamte Wolfsschule damit ausstatten können. Der Fund ist Varin, dem Fechtmeister, zu verdanken. Doch ich war es, der mit logischer Deduktion und nur wenig magischer Unterstützung die Kammer entdeckte, in der Elgar residiert haben muss. Der Raum war hinter einer primitiven Illusion verborgen. Man musste nur genau hinsehen, um hindurchzublicken. Ich fand Notizen, aus denen hervorgeht, dass Elgar Schemata zur Verbesserung seiner Ausrüstung ausgearbeitet und versteckt hat. Nach sorgfältigem Studium der Notizen konnte ich einen Plan anlegen, wie diese Verbesserungen aufzufinden sind. Ich ging zum alten Wachturm und gab Hirt den Plan. Sobald er mit dem Silberschwertschema fertig ist, wird er aufbrechen, um alle Schemata einzusammeln. Varin hat das Stahlschwertschema fertiggestellt und wird nun mit der Herstellung der Klingen beginnen. Ich hoffe, er gibt sie den bedauernswerten Kerlen, die er ausbildet. Anständige Ausrüstung haben sie zumindest verdient, wenn sie schon die Schrecken erdulden, die er als Übungen bezeichnet. Bei den Göttern, das ist doch Feuer am Horizont, dort, wo der alte Wachturm steht. Und was ist das für Lärm von meinem Turm? Der Ausgang ist blockiert. Was geht hier vor? Wenn ich das mal wüsste, ich würde es dir ja erzählen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich sollte mich tatsächlich ein wenig umsehen. Er sagte was von einem Portal und von einem Stein an der Außenmauer der Einrüstung oder des Turms. Was für ein Portal? Was für ein Eulenbärt? Setze deinen Hexersinn ein, um den Mechanismus des Portals zu untersuchen.
Ja, das mache ich sehr gerne, aber noch sehe ich keinen Mechanismus und kein Portal. Das versteckt sich wahrscheinlich alles sehr geschickt. War da gerade was Rotes? Da unten ist irgendwas. Ah, ich beginne etwas zu sehen. So. Guck mal, da sind irgendwelche Zweige. Ein Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Ich sollte mich umsehen. Unbedingt, ja. Guck mal da. Ist das der Kraftspeicher? Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Oh nein! Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Das ist gut möglich. Ah, gut, erleuchtet. Der Teleport ist offen, aber sieht nicht stabil aus. Ein Speicher reicht wohl nicht. Oh, da wird teleportiert. Also ein Speicher reicht wohl nicht, sagst du? Wo ist denn der zweite? Ah, ich sehe sehr wohl da irgendwo. Kommen wir denn da außen? Nix, da kommen wir nicht lang. Kommen wir von hier irgendwo in die... Oh, ja, rutsch da ruhig runter, obwohl du das nicht sollst. Ah, noch eine Erinie. Lass dich nieder. Ist das Viech gerade im Berg verschwunden? Stirb, sage ich dazu nur. Stirb! Feuer, Feuer! Wenn du das Viech triffst, immer drauf. Nicht so schüchtern, Geralt. Dafür ist die Armbrust doch da. Das Viech scheint direkt unter mir zu sein. Ist er denn Abhang direkt vor mir, oder wie sehe ich das? Egal, wir machen den mal mit der Armbrust fertig. Tada! Tatsächlich, da geht es steil runter. Aber ich will ja hier irgendwie an der Seite. Können wir da rauf? Aha, guck, hier ist eine Einrüstung. Ist hier denn auch so ein... Da ist tatsächlich so ein Stein. Ach, aufnehmen. Ja, okay. Polierter Kristall. Setze den Kristall in den Generator ein und lade ihn mit dem Zeichen auf. Okay. Ja, oder gehen eine Runde sliden, natürlich. So, der Generator. Hier, da einsetzen. Gut, und jetzt aktivieren. Zwupp. Zwupp. Funktioniert. Ah. Wer hätte das gedacht? Und jetzt leuchtet das in voller Pracht da vorne. Gehe durch Hieronymus Portal und erkunde den Ort auf der anderen Seite. Ah, oh, Portale. Da muss ich jetzt einfach reinspringen oder was? Oh, aber es hat funktioniert. Ich bin nicht in meinen Tod gestürzt, sondern in, ja, irgendeine düstere Höhle. Ob das so viel besser ist? Was ist denn hier drin in der düsteren Höhle? Düsternis? Höhlerei? Eine Leiche? Oder ein Skelett? Ein Skelett ist ja irgendwie ein Teil einer Leiche. Komm her, Erscheinung. Komm her. Das war also der Geist von... Oh, da haben wir es ja. Schema Wolfsrüstung. Notiz in zittriger Handschrift, Schema Wolfsstiefel, Wolfshandschuhe, Wolfshose. Ja. Yeah. Hieß Hieronymus letzte Worte. Das war der Geist von Hieronymus, den wir gerade noch umgebracht haben. Wenn der das wüsste, der würde im Grab rotieren oder sein Skelett würde einfach vor mir auf dem Boden liegen bleiben. Kann mich nicht rühren, Rückgrat gebrochen, Leber und Milz durchbohrt. Ich wusste, wie riskant es war, in ein Portal mit nur einem Kristall zu springen. Aber das war immer noch besser als der sichere Tod durch die Hände wütender Bauern. Der Mob ist in den Turm eingedrungen und versperrt den Weg zum zweiten Kristall. Ich musste fliehen. Die Schemata für die Wolfsschulenausrüstung habe ich mitgenommen. Ich hoffte, Varin würde sie holen. Vielleicht kommt er noch. Geht durch das Portal, holt seine Schematas, rettet mich. Lächerliche Hoffnung. Meine Zeit ist knapp. So ist das wohl. Deine Zeit war knapp und jetzt bist du, wie sagt man, tot. Tut mir leid. Oha, jetzt bin ich hier oben irgendwo. Jetzt soll ich natürlich noch die Ruinen der Bastion bei Kaer Morhen durchsuchen. Also muss ich heil von diesem Berg hier runterkommen. Ohne mir sämtliche Gräten zu brechen. Ui. Boah, das geht aber. Es geht alles. Man muss es nur wollen. Yep, es geht. So, die Ruinen der Bastion. Wo liegen sie denn?
Ah, das ist also die Bastion. Da müssen wir als nächstes hin. Gut, gut. Machen wir das doch.